Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream, und ich heiße euch jetzt kommen in Mordhau. Ich kann endlich wieder Videos machen zu Mordhau und das. Ja, ich werde mir noch ein paar Recken nächster Zeit zusammenstellen. Jetzt werde ich erstmal ganz normal mit allen möglichen Recken kämpfen, die ich da zur Verfügung habe. Wir sind hier in der Invasion drin. Die Schlacht ist gerade am Beginnen. Und ich suche mir jetzt einfach mal aus, was ich nehme. Gehe ich auf Bogenschütze oder mache ich erstmal meinen Malagard? Nee, ich habe an meinen Drachenwächter rumgeschraubt. Wir haben nämlich wieder neue Waffen im Spiel. Okay, das ist jetzt witzig. Was macht der denn da? Wir haben neue Waffen im Spiel und alles. Und ja, keine Ahnung, wie der Typ jetzt hier reingerät. Finde ich scheiße. So, ganz einfach. So, okay. So wie ich das sehe, auftragstechnisch, müssen wir da hinten was kaputt machen. Wir haben hier auch das Aufgabenfeld ein bisschen erhöht. Hoppla, das wollte ich jetzt nicht. Ah, kleine Schlacht. Oh. Jo. Wow, was blocken. Obwohl ich geblockt habe. Okay, das ist aber scheiße. Obwohl ich geblockt habe, bin ich hier drauf gegangen. Bin ich ein bisschen scheiße, aber was willst du machen? Okay, der Kollege ist schon zu blutigen Klumpen geschlagen worden. Die achten nicht so auf mich. Glaube ich mal. Doch, die achten auf mich. Komm, mein Freund. Ne? Oh, shit! What? Also wofür block ich eigentlich, wenn es nicht funktioniert? Das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Aber wir machen einen Söldner wechseln. Wieso ist der hier in meinem Bild mit drin? Das verstehe ich nicht. Neue Schrittfolge. Was auch immer der da zu suchen hat. Langbogen. So. Sehr schön. Danke für meinen Pfeil. Er hat mir meinen Pfeil zurückgegeben. Jetzt war er nicht. Wo bist du denn, mein Freund? Ah! Scheiße! Mit dir habe ich jetzt nicht so gerechnet. Okay, etwas, worauf ich nicht vorbereitet war. Aber gut, was erwarten wir? Einfach vergessen. Okay, Auftrag ist klar. Wir müssen die ganzen vier KIs da hinten töten. Im Prinzip ist es nicht so schwer eigentlich. Der ist tot. Hi. Oh, Scheiße. Oh, shit. Ja, aber trotzdem, ihr könnt eure Leutchen da nicht allzu lange retten. Was treibt der da? Komm, geh mit deinem scheiß Katapult weg und geh kämpfen, mein Lieber, ey. Ach, immer diese feigen Krieger. Falsche Waffe. Ich habe das Touch gegriffen, also es war jetzt nicht so.
Ich muss mich mal daran gewöhnen, immer die Axt gleich zu greifen. Er hat gesagt, die 2 zu drücken und, nicht die 2 zu drücken, sondern die 1 zu drücken. Egal. Ach komm, 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 komm. Klar, so schnell war der auch nicht am Nachladen. Oder mich eigentlich getroffen, eigentlich ist das scheißegal. Scheiße. KIs oder so. Hier drin ist eine KI. Nee. Draußen. Ich renn da hinten rum. Eine KI kann ich jetzt so töten. Treffer. Oh, da steht der Bauer an der Ecke. So langsam sollte die Gegenpartei mal daran denken, ihre Leute zu schützen. Ups, das war nichts. Also jetzt mal ehrlich. Fackeln wir mal hier alles ab. Die Partei ist zu. Ich weiß nicht, ob die zu blöd sind, die Leutchen hier, oder. Keine Ahnung. Ich fackel hier. Mit R schmeißt man weg. Das ist gut. Also mit R schmeiße ich wohl eine Waffe. Probieren wir mal. Oh ja, es funktioniert wunderbar. Wunderbar. Get those bastards! Nein! Den Moment. Egal. Schon einiges geleistet. Ich habe vielleicht nur KIs gekillt. Aber. Und ein bisschen was angezündet. Aber wenigstens mache ich mehr als das restliche Team. So. Lauf, Mann. Mein Charakter kann nicht laufen, ich glaub's nicht. Ja, du auch, du Bastard. So, da waren aber noch 2 KIs dahin, die noch leben. Die hole ich mir jetzt. Und tatsächlich 2 Bauern noch am Leben. Da oben auf der Mühle, Sägewerk. Oh je, das wird Treffer. Schön. Noch irgendwo einer. Wenn ich schon hier bin. Mist, stirb doch einfach, du Sau! Verdammte Axt. Junge, hör jetzt auf mit dem Scheiß hier. Mann, du triffst sowieso nichts. Genau. Oh!
shit! Du steckst dich wieder ein mit deinem Dreck. Na, wenigstens habe ich einen Assist gekriegt. Wir sind hier am Verlieren, während einer von unseren Leuten total nichts treibt und die anderen, ja, die machen so ein bisschen was. Ups. Schade. Allmählich verzweifle ich an diesem Spiel. Nichts zu ungut, Leute, aber manchmal funktioniert es hier einfach nicht, wenn die verdammten, Tarch oder halt ein Schild greift. Irgendwie bin ich so blöd dazu. Ich weiß es nicht. Er ist noch dran gestorben. Ist das geil. Wo ist mein Bogen? Ist jetzt doof. So. Autsch. Wo immer es herkam. Ah, ich sehe den Übeltäter. Fuck, fuck, fuck. Okay. Wir verlieren. Okay, die Teammates auch am Sterben. Wir haben doch fast gewonnen, ey. Ah, schon wieder die falsche Taste erwischt. Ach, das ist eine Katastrophe. Da ist noch einer am Leben, da hinten brennt's schön. What? Was hat mich jetzt gekillt? Ich kann euch nicht sagen, durch was ich... Ich bin ans Sägeblatt gekommen, jetzt ehrlich? Letzte Bauer. Da ist jemand ganz sauer auf mich. Ach komm, jetzt lauf, hüpf! Mann, ey, warum kann mein Charakter nicht richtig springen? Oh, scheiße. Ja, egal, ich habe den letzten Bauer umgelegt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch alles anzünden. Und da ist schon der schwierige Punkt. Wenn das Team das wenigstens mal schaffen würde. Der Speer war oben. Der Speer von dir war oben, mein Freund. Das habe ich gesehen. Ich glaube, das hat jeder von euch gesehen. Der Speer war oben. Er hätte mich gar nicht töten können. Also jetzt mal ehrlich. Vor allem Bobbes. Wieso kriege ich den Kill? Ach, weil sie in unseren Spawn reinlaufen. Stimmt. Und dann sterben sie automatisch. Ach, nicht schon wieder. Ich will doch nur... Genau, ich will doch nur gucken, wie viele Punkte ich habe. Mein Gott. Ja, Steam ist auch manchmal sehr kompliziert, wie ihr wisst. Oh.
der denn mit seiner Armbrust? Egal, wir haben leider verloren. Das Team hat nichts viel getan. Der Einzige, der hier was getan hat, das bin jetzt ich gewesen, wie ihr gesehen habt. Ich habe wenigstens die Bauern abgeschlachtet, ein bisschen was angezündet. Oh, ich kriege aber deutlich mehr Gold. Deutlich mehr als früher. Also früher hat man ja deutlich weniger gekriegt. Aber so. Viel Kills habe ich gemacht, aber ich bin leider 17 Mal gestorben. Ist jetzt ein bisschen kacke, wie es gelaufen ist. Aber das ist halt so. Irgendwie hat das Team sich da so gar nicht mehr interessiert. Ja, das hier ist schon neu, was ihr seht. Sieht richtig geil aus. Gerade hier die Rüstung, dann die Flügel. Also die Teutonen. Der Teutonenhelm und so weiter. Sieht schon nice aus. Die neuen Waffen, die werden jetzt hier nicht ganz alle gezeigt. Aber es ist schon viel Neues hinzugekommen. Vieles, also die ganz neuen Waffen werde ich euch demnächst auf jeden Fall mal präsentieren. Ich kann sie selber noch nicht nutzen, weil ich zu wenig Gold habe, aber wer weiß, mal sehen, ne? Kommt jetzt drauf an, wie die nächsten Schlachten bei mir so verlaufen. Wenn ich genug Gold dann noch zusammenkriege, dann ja, kann ich mir auf jeden Fall das auch da mal zulegen. Ja gut, das war's jetzt leider, Leute. Ja, ist jetzt wirklich schade gewesen, dass das Team nicht mitgespielt hat, richtig. Es war, okay, es waren jetzt auch nicht viele da. Finde ich das auch schade, aber ja. Irgendwie, keine Ahnung, in der Runde waren nicht viele da. Leider. Und wir hatten immer nur einen gehabt, der ist am Katapult hängen geblieben und hat nichts getroffen. Oh, so ein Vollpfosten, statt die Waffe in die Hand zu nehmen und einfach mal was niederzuknüppeln. Naja gut, was willst du machen? Solche Leute soll es halt auch geben, ne? Das sind dann diese fast wie Pazifisten. Ja, klingt komisch, aber ist irgendwie so. Naja, was soll's. Ja, dann, ich hoffe mal, es hat trotzdem Spaß gemacht zuzugucken. Und wenn es das hat, ne, lasst einfach mal ein Like, ein Kommi oder ein Abo da. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel, viel Spaß weiterhin in Mordhau. Denkt dran, es ist ein bisschen mehr Veränderung reingekommen. Man kriegt ein bisschen mehr Gold und es ist einfach, ja, es ist wirklich sehr viel gekommen. Was auch neue Rüstungen angeht und Waffen angeht. Also da könnt ihr wirklich sehr viel nach Lust und Laune machen. Es gibt wohl auch jetzt mehr Levelmöglichkeiten. Also man kann jetzt ein bisschen höheres Level noch erreichen. Ich weiß nicht mehr, was das Max-Level war. Ich glaube, das war bei 85. Ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht waren es auch bei 110. Auf jeden Fall kann man jetzt deutlich viel höher erreichen. Ja. Muss man erstmal so weit kommen. Ich bin bei 21. Das dauert noch ewig, bis ich da ganz da oben bin. Ja, aber vielleicht werde ich demnächst mal ein Duell veranstalten gegen irgendeinen Spieler, ne? Guck ich mal. Mal sehen, was da verläuft. Gut, ja, wie gesagt, das war's. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag und bleibt gesund, ne? Man sieht sich, Leute. Ciao.